gar nicht mal so schlecht, die letzte Folge. Das lief erstaunlich gut. Und ich bin hier durch diese Recyclinganlage durch. Weiß allerdings noch nicht so richtig, was ich dadurch gewonnen habe. Weil hier ist Ende Gelände. Also ich sehe noch nicht ganz durch, wo es weitergeht, quasi. Quasi. Damit wir mal wieder quasi gesagt haben. Das führt aber eigentlich an dieselbe Ecke hier. Okay, dann gehe ich mal da unten durch die rot leuchtenden Türen durch. Also hier kommen wir zumindest wieder zurück. Es gibt also jede Menge Abkürzungen natürlich. Dann scheint das hier der einzige Weg zu sein. Der Hauptweg. Könnte ich mich hier irgendwie rauffallen lassen? Nee, okay, da passe ich nicht durch. Alles klar. Alles klar. Wo sind wir denn hier? Schön, dass die sich zumindest immer anmelden. So. I will kill you. Hier, Überraschungsmoment ist weg. Verdammt. Oh. Autsch. Wow. Den kann man gar nicht aus der Fassung bringen. Das war ein bisschen knapper, als es mir lieb war. Okay, also ein voll schwer gepanzerter, schneller Klauen-Mech ist echt nicht so das, womit man spaßen sollte. Nee, hier geht's nicht durch. Da macht man die Tür irgendwie von der anderen Seite auf. Von der anderen Seite aus auf. Das Ding ist auch kaputt. Das Geile ist, dadurch, dass das am Ende halt alles nicht so die wahnsinnig großen Gebiete sind, kann man die halt auch echt gut später dann nochmal ablaufen. Wenn man sich nochmal irgendwie ein bisschen Punkte holen würde oder so. Das ist keine so krasse Rennerei. So, dann schauen wir mal, was wir damit aktivieren können. Schaltkreis überbrückt. Welcher Schaltkreis? Da drin irgendwas? Ah, da ist wieder dieser große Transportroboter. So, wer hat jetzt nach mir gerufen? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Keine Sorge, nichts Schlimmes. Schon sie da oben, oder? Stimme ist echt nicht so vertrauenserweckend. Wozu brauchst du das ganze Altmetall? Ich baue etwas.
Es ist wichtig, sehr. Man könnte sagen, es geht um Leben und Tod. Na, schätze, ich hab was über. Danke. Ich werde das nicht vergessen. Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Ich meine, warte, ich muss mal ganz kurz ein bisschen hier drehen. Musik ein bisschen leiser machen. Wer bist du? Oh, da kann ich dir helfen. Ich bin Joe. Auf jeden Fall kenne ich dich. Entfernt. Und ich habe mich entschieden, dir zu vertrauen. Ich vertraue dir so gar nicht. Ich muss jetzt gehen. Dann verschwende ich nicht weiter deine Zeit. Okay, das war mal eine Begegnung der Creepy Art. Oh. Das ist alles Gift. Aber passt ja auch, ist ja auch die Giftmüllverarbeitung. An alle Mitarbeiter von Sektor 12. Ich bin ungern der Überbringer schlechter Nachrichten. Aber nicht lizenziertes Glücksspiel verstößt gegen das Gesetz. Und birgt für Creo das nicht unerhebliche Risiko strafrechtlicher Verfolgung und Haftung. Aus diesem Grund sind alle künftigen Raging Drone Events mit sofortiger Wirkung einzustellen. Geborgte Drohnen und andere Firmenausstattungen können anonym zurückgegeben werden. Lasst mich nicht den Bösen spielen. Ich weiß ein packendes Drohnen-Duell so gut zu schätzen wie ihr. Aber was wir hier machen, ist zu wichtig, um Verstöße dieser Art zu riskieren. Rick, Trevor. No! Scheiße! Das ist so typisch. Und dann am Ende sind es halt solche Gegner. So ein absoluter Standardgegner. So ein Scheiß. Sei vorsichtig da draußen. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh Mann, ey. Der schlug jetzt auch ganz ordentlich zu. Wenn die diese gelben Rüstungen dran haben, also die schweren, beziehungsweise überhaupt Rüstungen dran haben, und jetzt war es, glaube ich, bei dem auch Rhino-Rüstung, was er dran hatte, die sind echt nicht zu unterschätzen. Müsste mich vielleicht noch ein bisschen im Sprungangriff üben. Nee, hier geht's gar nicht weiter. Achso, da unten ist der Durchgang, okay. Der geht aber immer nur, wenn man die oberen Körperteile anvisiert. Fuck, kommst du her? Nee, lass mich mal eher in Ruhe. Eigentlich will ich gar nicht gegen dich kämpfen. Pass mal auf. Wir machen das anders. Ich will meine Lebensenergie zurück. Und du willst bestimmt auch irgendwas. Das ist mir jetzt aber erstmal egal.
manchmal muss man einfach auch ein bisschen mutig sein. Ich hoffe, keiner von denen hat mich gesehen. Nee. Alles gut. Okay, noch stehen wir gut da. Alles paletti. Wow. Wenn er seinen vollen Speed drauf hat, ist er halt wirklich nicht so leicht zu stoppen. Also wirklich gut. Na komm. Komm, trau dich. Wieso ist denn der so... Ach so, die Drohne macht ja auch Schaden, klar. Nee, macht sie nicht. Wieso waren der jetzt gerade so voll hochgepusht? Egal, keine Zeit für Fragen. Bemerkt. So, wo geht die Tür hin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder an irgendein Eck, wo man dann so denkt, hey, das ist ja der Anfang. Waste Storage. Da oben auf der Ecke liegt was garantiert, oder? Wow. Oh, das ist ja fies. Ich denke, ich verlor das Bewusstsein vor Schmerz. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gelegen habe. Kalt auf den Fliesen, halbtot. Nur um in einem Albtraum aufzuwachen. Ich konnte mich nicht erinnern, wo ich war. Wer ich war. Aber als ich diese Menschen gesehen habe, ist mit ihnen passiert? Irgendwie habe ich jetzt schon die Zwischenzeit geschaut. Die Bilder sind undeutlich verschwommen. Ich erinnere mich an den Schmerz. An dem ganzen Leben. Ich habe nicht mal bemerkt, dass mein linkes Auge völlig blind war. Dass mich die Mähne zusammengefällt. Ich schätze, es geht mir jetzt besser. Mechanisches Gegengewicht, Version 1. Das verbessert die Angriffskraft, wenn man es aktiviert. Aber mehr war jetzt hier gar nicht. Oh Mann, ey. Ich find's echt spannend. Ich find's echt spannend. Und Waffenfertigkeit, einhändig erhöht. Das wird natürlich dann auch, das wird später halt echt langsam, wie das hier hochpusht. Obwohl ich das sogar auf Mittel habe, die Gewöhnung quasi an die Waffen. Wenn man jetzt irgendwie eine Waffe hätte, die eine sehr, sehr geringe Gewöhnung hat, dann dauert das ja ewig. Aber die Levelaufstiege für die Waffengewöhnung sind dann auch einfach deutlich länger. Dee, kommst du noch?
Ich habe gestern 30 Minuten auf dich gewartet. So lange kann ich nicht draußen sein. Ich brauche diese Dinge, aber wenn du sie nicht beschaffen kannst, ich habe andere Quellen, also mach dir keine Sorgen. Lass mich nur wissen, ob alles okay ist. Das war... Zugang nur für befugtes Personal. Das war doch gerade die Stimme von Sigourney Weaver. Oder? Die deutsche Synchronstimme? Dann gerade voll so. Da geht's nach oben. Wo sind wir hier? Also ich bräuchte jetzt mal wieder irgendwie einen Orientierungspunkt, dass ich sagen könnte, okay, ich habe das System durchschaut. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Aufzug ist bereits auf dieser Etage. Was habe ich jetzt damit aktiviert? Keine Ahnung. Aber die Tür hier oben nicht, oder? Die ist ja... Das ist ja eine Security Door, wo ich eine Zugangskarte brauche. Das kann es nicht sein. Okay, schauen wir mal kurz hier runter. Irgendwas ist hier auch unter der Treppe scheinbar. Oder oben drüber. Muss sein, das ist... Oh. Achso, da oben drüber, ja. Sorry, da muss ich mich jetzt einfach mal mit Gewalt durchprügeln. Scheiße. Okay, das geht aber auch nicht auf. Wo um alles in der Welt sind wir hier? Ach, man kann das oben einfach umgehen. Shitty. Ja. Ist jetzt auch nicht unbedingt gerade Ideallösung. Das tut ja mächtig weh, wenn man sich hier fallen lässt. Ich werde euch nicht aufgeben. Niemand soll sagen, Benjamin Burke hätte sein Team im Stich gelassen. Ich habe den Weg zu den Fernzügen markiert. Da steht überall Exit in dicken roten Lettern. Nicht mal du kannst es verpassen, Smithy. Das hier ist garantiert ein Bosskampfgelände. Das sieht schon so sehr danach aus. Nee, nee, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Vergiss es. Ich will erst wissen, wie man hier wieder zurückkommt. Ob der Benjamin einen irgendwie in die Falle lockt? Trau dem Braten nicht so ganz. Oh, gerettet bei der Tür. Saved by the door. Ah, okay, jetzt kann man hier hinten durch. Okay. Wird das wieder geöffnet. Und hier ist noch irgendwie ein Geheimgang. So, die Frage, wo man da endet. Zeig mal her.
Okay, das ist gar nichts, oder? Das ist wirklich nur hier diese eine kleine Mini-Ecke. Ernsthaft? Das sieht irgendwie komisch aus. Also in das Bosskampfareal kann ich da noch nicht reingehen. Das kann ich nicht machen. Nicht ohne Medizin und mit so wenig Medizin an Bord. So, jetzt sind wir hier. Ist der Kreis geschlossen? Da hinten die Tür ist offen. Ne, den Angriff machen wir mal nicht. Hier oben war doch noch... Ich habe mich jetzt einfach mal hier runterfallen lassen. Da gleich runtergekonnt? Habe ich das nur nicht gesehen? Moment, ich bin hier gewesen und... Ah, ich hätte da auch... Okay, ich hätte da gleich runterfallen können, um mir den Weg da zu öffnen. Die Tür zumindest. Okay, das wäre gegangen. Wo war jetzt hier nochmal das Medipack? Schon irgendwo hier oben, oder? Ah ne, jetzt sind wir ja wieder hier. Auch verrückt. Crazy, I tell you, crazy. Dann würde ich mal sagen, gebe ich ab. Und teile aus. Vorne ist ja sonst kein Durchgang mehr gewesen, oder? Das war jetzt hier der Bereich. Hier kommt man um die Ecke. Nee. Okay, man ist hier in das Gebiet reingekommen. Man könnte da hinten wieder zum Zug zurück, aber das ist erstmal quatschi. Schön, dich zu sehen. So, das können wir herstellen. Hier haben wir den. Angriffskraft plus 15. Ja, nee, ich will nicht meine Rüstung tauschen. Das ist mir... So, dann können wir das hochpushen. Ich will nicht den Geschwindigkeitsbonus verlieren. Das finde ich doof. This I consider not a good idea. Können wir noch irgendwas hochpushen? Was ist das jetzt hier? Das haben wir neu. Der Bluthund. Zweihändig. Ich mal ausrüsten. Angriffskraft sehr hoch. Angriffsgeschwindigkeit niedrig. Steigerung ist mittel. Die auch mal alle hochpushen, obwohl verliere ich so viel. Ich meine, ich benutze ja eh nicht. Brauche ich eigentlich nicht, oder? Aber hier haben wir den einen, den könnten wir auf 55 bringen. Der ist auf 55. Der ist sehr hoch. Niedrig, Mitte 65, 70. Hoch, niedrig. Sehr Angriffskraft, sehr hoch sogar. Das will ich mal probieren. Zeig mal her. Ne, Quatsch, Ausrüstung. Zack. Oh, nein, Mann, nein! Oh, sorry. Pass auf dich auf. Das wollte ich nicht. Ach, du bitte, Scheiße. Vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Okay, da kämpft sich natürlich schon einfach völlig anders mit. Ich bin nicht so ein Fan von schweren Waffen. Wo das wahrscheinlich absolut sinnvoll ist. Holla. Ja, wenn man so eine Combo erstmal gestartet hat. Das ist schon... Ah. Vielleicht probiere ich es einfach mal ein bisschen. Hallo. Nein, es tut ja nicht weh. Oh Gott, da sieht man übrigens schon mal, wie wenig das Einlagern jetzt nur noch bringt. So, was haben wir denn hier alles? Neu ist mehr Ausdauer. Alles Mark One Varianten. Energieverbrauch verringern. Das ist hier mehr Schaden haben. Das ist mehr Energie insgesamt haben. Die können wir eigentlich zerstören.
die MK1-Varianten davon, das ist Quatsch. Energiegewinn 20%. Tausche ich nicht gegen irgendwas anderes. Erhöht die Menge an Altmetall, die man bei jedem getöteten Gegner findet. Das ist gar nicht schlecht. 10% mehr Altmetall, sowas nicht gut. Bleibt der Waffe Bonus Elementarschaden. Komm, machen wir uns nichts vor. So, dann haben wir hier Leben. Mehr als eins davon packe ich eh nicht rein. Jetzt haben wir hier die Dinger verbessert. Mehr Schaden drauf. Mal gucken, ich habe jetzt bei dem hier, wenn ich die jetzt drin habe, habe ich 55 Schaden. Wenn ich die drin habe... Ja, aber ist ja Schwachsinn. Also, aber, na gut. Ich kann damit deutlich besser Leute umhauen und wegpfeffern. Das geht natürlich schon. Aber ansonsten ist die schon deutlich besser. Ich probiere trotzdem jetzt mal die so ein bisschen... Mal das schwere Ding, weil es halt einfach mehr Wucht hat. Angriffskraft hoch. Mittel. Warum steht aber da Angriffskraft sehr hoch? Ist das, weil meine ganze Ausrüstung das nicht hoch genug pusht? Hm. So, und jetzt gucken wir noch kurz, was ich hier austauschen kann. Ich habe ein bisschen mehr Leben. Ich habe die Dinger. Ich habe Gesundheitswiederherstellung bei Finishern. Ey, ganz ehrlich, das ist nicht so ein Ding, was ich wirklich brauche. Ein bisschen mehr Ausdauer. Dafür habe ich da momentan 85. Ich hätte hier ein Ding, was einseitig montiert hochpusht. Ist das einseitig montiert oder ist... Ah, nee, das ist beidhändig, ist das, ne? Zweihändig? Moment, meine Waffe aktuell. Das ist zweihändig, okay. Das habe ich noch so gut wie gar nicht hochgepusht. Das heißt, das bleibt auf jeden Fall drin. Zack. Was wir haben wollen, ist mehr Altmetall. Dann nehmen wir den rein. Was haben wir hier? Hier haben wir die Lebensgesundheitsanzeige von Gegnern. Wir wollen den Radar auf jeden Fall haben. Was haben wir dann noch? Ein bisschen mehr Leben. Das sind die Medipacks. Bisschen mehr Leben von der Variante. Ist auch nicht unbedingt schlecht. Ah, ich glaube, so bleiben wir. Es wird dann wahrscheinlich eher eine Sache werden, dass ich einfach bessere Rigs finden muss. Pass auf dich auf! Ja, da dürfen die halt in dem Moment aber auch nichts machen, also... Sorry, aber nee. Das ist Schwachsinn. Also wenn ich mich vielleicht irgendwie von Anfang an das Ding ein bisschen gewöhnt hätte oder so. Das fehlt übrigens ein bisschen, so dieses, oh! Was soll man hier? Das Wechseln. Also, schnelle Wechseln von den Waffen auf irgendeiner Taste. Dass man quasi zwei aktivieren kann, dass du zwischen einer schweren und einer leichten wechseln kannst. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der landet. Fährt der mich vielleicht direkt runter zum Boss? Das wäre ja ganz wunderbar. Ich würde sagen, das machen wir als kleine Überraschung, wo der wohin fährt. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.